Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Start in die Easy Credit Basketball-Bundesliga-Saison 2019-2020. Ich begrüße Sie recht herzlich. Zu meiner Linken Frank Meinertshagen, Geschäftsführer der BG Göttingen, zu meiner Rechten Johann Reuerkers, Head Coach der BG Göttingen und ganz außen Dominik Lockhart, Spieler von der BG Göttingen. Wir fangen gleich an. Meine erste Frage an Frank Meinertshagen. In dieser Saison mussten die Erstliga-Clubs zum ersten Mal ein 3-Millionen-Etat nachweisen. Wie groß war denn die Herausforderung für die BG Göttingen, das zu schaffen? Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Die Herausforderung war natürlich groß für uns. Also hatten zwar in der letzten Saison 2,9 Millionen Euro im Endeffekt an Einnahmen. Trotzdem ist ein weiteres Wachstum für uns immer eine große Herausforderung. Und im Endeffekt mussten wir im Sponsoring dann nochmal um 10% wachsen, nochmal 300.000 Euro mehr einnehmen. Das haben wir zumindest vorgenommen und wir werden das schaffen und aller Voraussicht nach bei 3,2 Millionen Euro dann landen. Unsere große Stärke ist nach wie vor, dass wir sehr viele kleinere und mittlere Sponsoren haben. Also insgesamt haben wir fast 200 Partner. Und unsere Schwäche ist es nach wie vor, dass wir zu wenig Große haben. Immerhin ist es uns zum ersten Mal gelungen, den Mittelkreis zu verkaufen. Also das erste Mal jetzt in den 7 Jahren, seitdem ich zumindest mit dabei bin. Was für uns wirklich ein großer Schritt nach vorne ist, aber wir haben immer noch viele große, prominente Werbeflächen frei. Also zum Beispiel beide Hosenbeine, Trikotrücken, da gibt es eine neue Werbefläche und es gibt neue Werbeflächen am 3-Sekunden-Raum, am Zonenrand. Auch die sind noch frei. Also die hochpreisigen Werbeflächen sind bei uns eher unbesetzt. Wer hat den Mittelkreis gekauft? Timpakur, eine Kosmetikfirma aus Wolfenbüttel, die ganz stark im hochpreisigen Segment international unterwegs sind und die ihre Marke bekannter machen wollen. Okay, vielen Dank von meiner Seite. Dann gehen wir weiter zu Johann Reuerkers. Johann, die Saisonvorbereitung habt ihr mit einem Testspiel in Vechta abgeschlossen am Mittwoch. Wie ist die Vorbereitung für euch gelaufen? Was war gut, was war schlecht? Das ist ein bisschen anders dan letztes Jahr. Ich denke, dass letztes Jahr alle Spieler in Tip-Top-Shape hier angekommen sind. Das war dieses Jahr leider anders. Mit Anderson, Carter und Bryant, die alle drei einfach in sehr schlechte Status hier reingekommen sind. Das hat man gesehen. Die sind alle direkt verletzt bekommen oder haben nicht die Leistung können bringen, die man eigentlich von den Spielern erwartet. Man hat gesehen, dass da großes Unterschied war. Alle deutschen Spieler dann, nur Bryant nicht, waren alle in Tip-Top-Shape, alle ready to go. Auch Waterman, Allen und Lazizi und Andrić muss man da mitnehmen. Aber es war ein bisschen schwieriger dann letztes Jahr, weil man musste die Trainingen daran anpassen. Man konnte nicht zu viel machen, weil dann denke ich, dass alle drei verletzt bekommen waren. Aber man musste auch so viel machen, dass die alle drei in Shape bekommt natürlich. Aber am Ende war ich sehr zufrieden mit dem letzten Test in Vechta. Das war schon besser, als ich erwartet hatte, weil Vechta sehr sicher wieder eine Playoff-Mannschaft ist. Aber ich denke, dass wir ziemlich gut sind vorbereitet für das erste Spiel. Okay, vielen Dank, Johann Reuerkers. Dann eine Frage nochmal an Dominik Lockhart. Dominik, du gehst jetzt in deine dritte Saison mit der BG Göttingen. Was sind denn so deine Ziele? Wie kannst du dich noch entwickeln in der Mannschaft und was sind die Ziele mit der Mannschaft? Ich denke, entwickeln kann man sich immer weiter, egal also wie weit man ist. Und ich denke einfach, die Sachen, die letztes Jahr nicht so gut gelaufen sind, dieses Jahr zu stabilisieren oder zu verbessern. Und dann, glaube ich, hilft man automatisch dem Team, besser zu werden. Weil wenn man die Sachen besser macht, die man letztes Jahr nicht so gut gemacht hat, glaube ich, wird das Team automatisch besser. Was sind das für Sachen, die nicht so gut gelaufen sind letztes Jahr? Aber ich denke, der Wurf vor allem und die Freiwürfe, wenn man das verbessert, dann denke ich, sollte das schon einiges daran tun, dem Team zu helfen. Okay, gut, vielen Dank. Dann eröffne ich die Fragerunde von den Kollegen. Sie dürfen loslegen. Johann, welche Starting Five können wir denn erwarten am Mittwoch gegen Braunschweig?
Das war los. Ich schreibe gleich mit. Das musst du mich eine Stunde vor das Spiel fragen, dann weiß ich das. Eine Stunde vor das Spiel. Aber du hast ja sicherlich die Starting Five so in etwa im Kopf. Na, auch letztes Jahr haben wir da immer Änderungen gemacht. Aber ich denke, das geht auch so bleiben. Bei mir sind immer so zwei, drei Spieler, die eigentlich immer ziemlich sicher sein auf die Starting-Position. Letztes Jahr war das eigentlich Stockton, Willis, wenn man die ersten Spiele nicht mitnimmt, und Carter. Und dieses Jahr denke ich, dass wir wieder etwas so haben. Aber wir haben dieses Jahr nicht die Superstars. Wir haben kein Stockton und Willis mehr. Wir haben sozusagen letztes Jahr, wenn man von 1 bis 10 bekommt, hatten wir zwei Spieler, die wirklich immer ein 9 konnten bringen. Das haben wir dieses Jahr nicht. Wir haben so mehr so 5er, 6er, 7er dieses Jahr. So, wir sind ein bisschen mehr ausgeglichen, denke ich, als Mannschaft, ohne die Superstars. Welche Spieler haben dich denn vollends überzeugt jetzt in den 7 oder 8 10 Testspielen, die ihr gemacht habt? Eigentlich habe alle gebracht, was ich erwartet hatte. Vielleicht hat Anderson natürlich noch nicht gebracht, was er vor 3 Jahren in Bayreuth gebracht hat. Aber es geht mich nicht wundern, wenn er am Mittwoch Topscorer ist. Das kann sein. Das wundert mich nicht beim so Spieler. Natürlich haben Hund war sehr stark in die Vorbereitung. Auch Dumm, was er sagt, nur sein wie sagt man, sein Arbeitspunkte von letztes Jahr, die er genannt hat, hat er sehr sicher in die Vorbereitung gezeigt, dass er darin verbessert ist. Aber man hat auch gesehen, dass wir wirklich keine Leistungsträger haben. Es fehlt uns dieses Jahr an Stockton oder Willis. Es muss wirklich mehr von der Mannschaft kommen. Dominik, was unterscheidet die letztjährige Mannschaft von der diesjährigen? Kannst du da schon so den einen oder anderen Aspekt uns mal sagen? Na, ich glaube, das meiste wurde schon gesagt, dass wir einfach, glaube ich, breiter sind als Mannschaft und nicht irgendwie zwei Leute haben, die sozusagen, auf die wir uns verlassen können jedes Spiel. Und ich denke, dass wir einfach jetzt als Team diese Aufgaben übernehmen müssen, dass wir jetzt nicht sagen können, ja, wir haben den und den, der kann am Ende das Spiel übernehmen oder wird am Ende das Spiel übernehmen, dann müssen wir jetzt, glaube ich, jedes Spiel jemanden finden, der dann übernimmt. Ja, und wer ist denn der neue Kapitän überhaupt? Wir haben keinen Kapitän. Ich finde das so blöd, um einen Kapitän zu wählen, wenn man keinen Kapitän-Person hat. So, dann ich mache keinen Kapitän. Das ist auch völlig überschätzt. Man sieht letztes Jahr Jena, da hat eine ganze Mannschaft Full-Kapitäne rumgelaufen. Mit Allen, mit Jenkins, mit McElroy, mit Masaika. Es geht am Ende immer um die individuelle Leistung, über das Talent. Ja, nicht über, ob man einen Kapitän hat oder nicht. Das heißt, dass jeder mal drankommt so? Oder wie? Nö, keiner. Ich will nicht einen Kapitän machen. Das kann Druck mitbringen für so einen Spieler. Dann muss er jedes Mal nach einem Spieler ein Interview geben für Telekom. Ich denke nicht, dass wir die richtigen Personen dafür haben. So, warum soll ich dann eine Person mit die Druck aufsadeln und sagen wir in Holland? Ja, so, und am Ende ändert sich das nicht. Ja. Dominik Spohr war ja auch Captain, aber Khaled El-Amin war der Boss. Im Fußball ist es aber so, da muss es einen Kapitän geben, der für den Schiedsrichter bei strittigen Situationen ja ansprechbar ist. Genau. Ist das im Basketball nicht so? Ja, sehr sicher. Aber das war ja auch schon. Muss es doch auch geben. Genau. Aber das war immer auch so, wenn Dominik Spohr nicht gestartet hat, wenn der Captain nicht startet, dann musst du immer einen Kapitän angeben. Ja. Na, dann mache ich immer einen von die ersten 5. Keiner weiß das, das ist so total egal. Nur wenn da ein Protest gibt, dann muss der Kapitän unterschrieben. Dann muss ich mal sagen. Das ist ja so, dass der Kapitän das C. Genau, das ist auch im Basketball nicht. Also, man hat das alles nicht. Man muss nicht mit einem Band rumlaufen. Es ist alles ein bisschen nicht so wichtig. Wer wird denn dann der Ansprechpartner der Schiedsrichter sein? Ja, das ist ein von den Starting 5. Musst du dem Schiedsrichter das dann sagen? Nee, ich muss das nur am Tisch sagen.
Ja. Ihr habt ja jetzt einen großen Umbruch hinter euch, fast jedes Jahr. Manchmal mehr Kontinuität, manchmal weniger Kontinuität. Was würdest du sagen, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid als Team breiter aufgestellt? Was hat sich in den Mannschaftsteilen, in der Stärke der Mannschaftsteile verbessert? Mhm. Was ist schlechter geworden? Ich denke nicht, dass wir breiter sind aufgestellt. Das ist auch ein Missverständnis. Wir sind nicht tiefer als letztes Jahr. Das Gleiche vielleicht ein bisschen weniger. Wir haben nicht die Supertalente, aber wir sind ein bisschen mehr ausgeglichen. Ich denke, wenn man Willis und Allen vergleicht, dann kann man sehen, Willis hatte ein 9 für Athleticism, ein 9 für Wurf, wenn man 1 bis 10 gibt, ein 9 für Finishing. Und Allen hat das alles nicht, aber Willis hatte vielleicht einige 4er und 3er, aber Allen hat überall ein 6er und 7, weißt du? Das ist mit mehreren Spielern so, mit Lazizi auch, wenn man das vergleicht mit Pendarvis Williams. Ne? Der hatte vielleicht ein 0 für Verteidigung, aber dann hat er ein 8 für Wingspan und auch Lazizi ist da überall so 5, 6, 7. So. Es ist nicht so... Ja, wir haben nicht die große Leistungsträger dieses Jahr. Ja. Und was Dom sagt, das hat er gut gesagt, ja, dann ist es an uns die Herausforderung, um jedes Spiel auszusuchen, wer am Ende der Ball muss bekommen. Frank, der Trainer sagt, wir müssen nur eine Mannschaft hinter uns lassen, dass wir nicht absteigen. Welches ist denn dein Anspruch an die Mannschaft? Also grundsätzlich ist das erstmal eine richtige Aussage, rein rechnerisch. Also es geht ja immer darum, sich innerhalb einer Saison weiterzuentwickeln als Team. Das ist erstmal ein primäres Ziel, denke ich mal. Und gerade, was Johann ja auch gesagt hat, nachdem wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht so weit sind, wie wir vor einem Jahr waren, kommt es auch darauf an, wie wir uns als Team weiterentwickeln, wie sich das Team auch findet eben tatsächlich, weil wir eben nicht so den überragenden Akteur dann auf dem Feld haben wie im letzten Jahr. Das ist das eine. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns generell gegenüber der letzten Saison insofern weiterentwickeln, wenn wir tabellarisch ein bisschen höher landen, also Platz 13. Aber das primäre Ziel ist es tatsächlich erstmal natürlich in der Liga zu bleiben. Ja, du hast ja einige Testspiele gesehen. Über welchen Spieler würdest du sagen, da hat der Sportdirektor Johann Reuerkas alles richtig gemacht? Ja, ich finde, aber das ist ja in all den Jahren jetzt so gewesen, dass Johann das immer gelungen ist, für die finanziellen Möglichkeiten, die er hat oder die wir hier haben, immer ein sehr, sehr gutes Team zusammenzustellen. Und das ist auch dieses Jahr so. Und ich würde jetzt auch Vorbereitungsspiele nicht so überbewerten wollen und deswegen auch niemanden herausheben. Ne? Also da gab es mal gute Phasen von einzelnen Spielern und auch schlechte Phasen von der gesamten Mannschaft und von einzelnen Spielern. Deswegen, also... Ich freue mich, dass die Saison losgeht und dann werden wir sehen, wie sich das alles entwickelt. Um nochmal auf die Nürnberg Falcons zurückzukommen, auf diese Geschichte. Befürchten Sie denn, dass da jetzt so ein bisschen Langeweile Einzug hält im Abstiegskampf? Denn es ist ja jetzt nur noch ein Abstiegsplatz und im Eishockey gibt es keinen Absteiger, aber Basketball ist ja jetzt nur noch ein bisschen besser. Also ich befürchte überhaupt gar keine Langeweile, sondern wahrscheinlich würde ich mich über Langeweile freuen. nein, ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr schwierig dieses Jahr, sowohl uns kann ich natürlich besser einschätzen, aber vor allen Dingen die anderen Teams einzuschätzen, wo die so leistungsmäßig stehen. Also das finde ich schwierig. Deswegen erwarte ich eigentlich eine ganz spannende Saison, auch wenn es erstmal nur einen Absteiger gibt. Also ja, wie es... Dass wir nur 17 Teams sind, das ist nun mal so und ich freue mich, dass es eine Mehrheit dafür gab, auch dass es nur einen Absteiger gibt, damit wir in der kommenden Saison wieder mit 18 Teams spielen. Also das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Dominik, willst du dich diese Saison wieder beim Bundestrainer aufdrängen? Ist das auch so ein, sagen wir mal, ein mittleres Ziel oder Fernziel, da wieder an die Leistung zu knüpfen, dass also der Bundestrainer sagt, das ist einer für die deutsche Nationalmannschaft. Also direkt als Ziel würde ich das jetzt nicht sagen. Also das hat man jetzt nicht im Kopf, dass man spielt. Also ich will jetzt spielen, dass er mich sieht. Ich denke, wenn man gute Leistung bringt, dann wird man automatisch gesehen. Ich denke, das ist eher so, wo man darauf hinarbeiten sollte. Einfach gute Leistung zu bringen im Team und dann wird er dich auf jeden Fall sehen. Ich glaube nicht, dass er einen nicht sieht. So.
Wo wir eben bei den Liga-Konkurrenten waren, würde mich noch von Johann interessieren. Was hältst du von den Hamburg Towers? Die sind ja jetzt aufgestiegen und haben spektakulären Neuzugang in der vergangenen Woche oder in dieser Woche vermeldet. Wie schätzt du die ein? Das sind sogar Mannschaften, die für die Playoffs mit kämpfen. Mhm. Mit so einem großen, mit 4,5 Millionen Etat oder so, mit den Spielern, die verpflichtet haben, kann man nicht anders dann für Playoff kämpfen. Ja. Mhm. Und das macht es für uns nur schwieriger, wenn Aufsteiger gleich für die Playoff kämpfen. Ja. Wir müssen ehrlich sein, es wird auch ein Stresstest, denke ich, für unsere Organisation dieses Jahr. Letztes Jahr haben unsere Organisation die nicht bestanden. Dieses Jahr haben die Herausforderung, um die zu bestanden, weil weniger Spiele, so wahrscheinlich weniger Erfolge. Es kann wieder so sein, dass man über so eine langere Periode mit den FIBA-Breaks und so wieder keinen Erfolg hat. Dann ist die Frage, wie gehen wir da jetzt mit um? Letztes Jahr haben wir das nicht gut gemacht. So, das müssen wir dieses Jahr besser machen. Und ja, weniger Spiele, so leider noch weniger. Und welchen Stellenwert hat der Pokal dieses Jahr? Das habe ich ja kurz. Welchen Stellenwert hat der Pokal für uns? Auch genauso wie im letzten Jahr. Also ein Pokal ist natürlich, also K.O.-Spiele sind immer, ist eine tolle Sache. Natürlich ist es schön, wenn man weiterkommt, ja. Wie ist denn der Dauerkartenvorverkauf gelaufen? Seid ihr da zufrieden? Ist nicht so einfach zu beantworten. Also wir haben weniger Dauerkarten verkauft. Wir werden so bei 1.200 oder zwischen 1.200 und 1.300 landen. Das ist schon 150 bis 200 weniger als im letzten Jahr. Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass es eine Mannschaft weniger ist, also auch ein Heimspiel weniger gibt unter anderem. Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass es so eine gewisse Gewöhnung auch gibt. Ja, wir kommen jetzt ins sechste Jahr hintereinander, erste Liga. Also das ist irgendwie schon was Selbstverständliches, obwohl es ja überhaupt gar nicht selbstverständlich ist. Aber ich kann es verstehen, dass es für die Zuschauer was Selbstverständliches ist. Und also wir merken schon, und da sind wir auch aktiv, dass wir einfach auch mehr tun müssen, um öffentlich wahrgenommen zu werden und damit die Zuschauer in die Halle kommen. Also da sind wir aber dran. Mhm. 150. Ungefähr, ja. Ungefähr. Mhm. Wo wir gerade bei Stresstest waren, inwieweit hat Soundcheck sich negativ auf deine Vorbereitung oder auf eure Vorbereitung ausgewirkt? Was würdest du sagen, Johann? Ja, natürlich negativ. Trainingsweise war es noch okay. Das war ziemlich gut gelöst. Aber you know, es war sehr schwierig, wie sagt man, um Weights zu machen, und für mich das größte Nachteil war, dass die Spieler kein Cold-Tub hatten nach den Trainungen, kein Sauna. Es war schwierig für die Spieler, um Behandlungen zu bekommen. So, das war einfach sehr unprofessionell. Das war Video, wir haben auch einige Video-Sessions nicht gemacht, weil es einfach nicht möglich war da. Ja, alles rumfahren, man verliert viel Zeit, man ist nicht so effizient. Das tut natürlich weh, dass das so ist. Ja. Aber ist das nachvollziehbar vom Verein aus? Das ist ja dieser Soundcheck ist ja für Göttingen auch, was die Außendarstellung anbetrifft, eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung einmal im Jahr. Kann man das dann mal verkraften und sagen, naja, da müssen wir dann mal schlucken und diese Kröte schlucken? Ja, so ist es tatsächlich. Also ich kann ja alles, also ich sehe das ja ganz genauso wie Johann. Das ist sportlich, ist es natürlich bei weitem nicht optimal, sondern sehr, sehr suboptimal. Vor allem auch der Zeitpunkt natürlich, also so kurz vor Saisonstart. Aber klar, es ist eine wichtige Geschichte für Göttingen und deswegen haben wir es ja auch gemacht. Mhm. Konnten wir nur schwierig Nein sagen. Ja, das ist richtig. Was ist an Gerüchten dran, dass Alex Wurf zurückkommt? Gar nichts. Ich habe keinen Platz. Okay. Ich habe schon 6 Ausländer. Ja. Gibt es noch Kontakt zu Michael Stockton? Ja.
Wie geht's Ihnen? Gut, sehr gut. Ja, gefällt ihm gut da. Ja, ich habe jede zwei Tage oder so spreche ich mit Mike. Ja. Fühlt er sich wohl in Frankreich? Ja. Leider. Es geht ihm gut da. Ja, Mike ist sehr einfach. Da kann überall, kann nach der dritte Liga in Frankreich gehen und der fühlt sich noch immer wohl. Und Mike ist very low maintenance. Mhm. Sehr einfach für eine Organisation, um ihn zufrieden zu machen, um so zu sagen. Ja. Was sagst du zum Start des PSV Eindhoven in die Champions League? Champions League? Du meinst Euroleague, ja. Ja, war ein gutes Spiel gestern, ne? Ja. 3-2, ja. Hat mich gefreut, ja. Okay. Jetzt die Damen spielen ja auch in der ersten Liga und von den Frauen, ich habe das einzige Testspiel ja gesehen, ist zu erwarten, dass die oben mitspielen werden. Also das ist so meine Prognose. Ist das dann noch mehr Konkurrenz für euch oder wie seht ihr das? Soll ich antworten? Also ich finde, dass das 0,0 Konkurrenz ist tatsächlich, sondern im Gegenteil. Also ich bin der festen Überzeugung, je mehr Sport es hier gibt, also auch Sport, wo Leute hingehen, dass sich das gegenseitig befruchtet, desto besser auch für uns tatsächlich. Also, und in all den Jahren gab es da, würde mir jetzt keine einzige Situation einfallen, wo das irgendwie für uns Konkurrenz war oder es irgendein Konkurrenzdenken da gab. Also deswegen freue ich mich tatsächlich, dass wir, das ist ja auch ein, ich glaube, ist ja jetzt wieder ein Alleinstellungsmerkmal, oder? Also, ja. Mit Frauen und Männern in der ersten Liga, dass dem so ist. Und ich freue mich ganz, ganz ehrlich auch, wenn die sportlich erfolgreich sind. Mhm. Gar keine Frage. Okay. Wir hatten ja das große Interview mit Ihnen im Tageblatt. Und da ging es unter anderem um die Halle. Eine neue Halle. Gibt es da irgendwas Neues? Hat sich da irgendwas entwickelt in den letzten Wochen? Nein, das ist jetzt auch nichts, was sich von heute auf morgen logischerweise ändert. Wir sind an dem Thema dran, aber es bringt momentan auch nichts, das ständig in die, also auch von meiner Seite aus jetzt, die Fragen verstehe ich natürlich, aber das in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern jetzt ist tatsächlich, also es war genug in der Öffentlichkeit und jeder ist sich der Thematik bewusst und jetzt geht es eben darum, Sachen intern zu besprechen. Tatsächlich und voranzutreiben. Und dann wird man schauen, in welche Richtung es geht, ob das realistisch ist oder nicht. Wie sind die Erwartungen für Mittwoch im Niedersachsen-Derby gegen Braunschweig? Ja, mindestens haben wir schon die letzten 6 verloren. Hä? Und in Scott Irton ist 8-0 im Derby. So, der verliert niemals im Derby. So, wir sehen sehen. Aber ihr freut euch drauf. Ja, ich denke, dass es gut ist so vom ersten Heimspiel, dass man gleich so ein richtiges, wie sagt man, ein Derby hat, dass es nur die Stimmung geht gut sein, die Halle geht voll sein. Ja, auch viel Braunschweiger. Genau. Ich finde das finde das schön, ja. Leider ist das durch die Woche, aber okay. Ja, ich freue mich, dass das gleich die Derby ist, ja. Siehst du das auch so, Dominik? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dann hat man, also auch die Leute, die das noch nicht gespielt haben, so ein Derby, dann wissen die direkt, wie so die Stimmung maximal sein kann. Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt die letzten 6 gegen Braunschweig verloren? Sind Scott, wie lange ist Scott da jetzt? 2 Jahre? Letzte vier dann. Letzten 4 Spiele, ja. Letzte 4, genau. Ja. Wie sieht dann jetzt die Vorbereitung auch, seid ihr schon im normalen Modus jetzt, oder? Ja, deswegen haben wir auch am Mittwoch in Vechta gespielt, haben dann die 2 Tage freigenommen, gestern und heute, und dann fangen wir Samstag an mit unseren 4 Tage Vorbereitung. Könnt ihr die Situation mit Kian Anderson nochmal darstellen? Wir haben ja dann auch telefoniert und es war sehr unübersichtlich, sage ich mal. Ja, es ist ein bisschen unübersichtlich. You know. Er ist ein Spieler, der vielleicht ein bisschen introvert ist, ja, der nicht so viel Emotionen zeigt. Ich denke auch, dass wir das nicht können erwarten von ihm, dass er hier mit ein positiver Body Language geht rumlaufen, wie Stockton, wie Alamin und so. Das kriegen wir nicht, das ist er einfach.
nichts, so das bekommen wir auch nicht, das ist okay. Ich hoffe nur, dass er in die nächsten Tage zeigt, dass er uns helfen kann. Aber es wundert mich nicht, wenn er am Mittwoch Topscorer ist. Das geht mich nicht wundern. Das sind so Spieler, die machen die ganze Vorbereitung nichts, habe ich auch schon mitgemacht. Und wenn es Game Time ist, dann sind die da. Und er geht sehr sicher die Chance für mich bekommen. Bei mich entscheiden die Spieler immer ihre Spielzeit. Und er geht irgendwo zwischen 4 und 34 Minuten spielen am Mittwoch. Ja. Da bin ich. Komisch, wenn der Top-Spielmacher, das soll er ja sein, dann zum letzten Testspiel nicht mitfährt. Ja, weißt du, dass Penny Williams vor das Karlsheim-Spiel 4 Tage nicht trainiert hat? War unser bester Spieler in Karlsheim. Aber du gehst unvoreingenommen an. Habe ich zweimal auf Training rausgeschmissen und auf Video. Hat 4 Tage nicht trainiert, war unser, hat 30, mehr dann 30 Minuten gespielt. Du meinst das Spiel in Karlsheim? Genau. War unsere beste Spieler. Das hast du ja nicht gesagt. Nö, aber dann weißt du, dass es. Du fragst mich, das ist doch komisch, wenn das passiert. Es kann. Genau, ich habe es schon mitgemacht. Ich kann noch mehrere Spieler nennen. Alex Ruhoff, der einige Male rausgeschmissen ist und dann ein super Spiel macht. Ich kann noch viele Spieler. Und besser nicht. Kein Problem. Das ist nicht richtig. Du gehst völlig unvoreingenommen an die Sache Anderson. Sehr sicher. Ja, er ist hier am Mittwoch und er spielt am Mittwoch und er geht 4 Minuten spielen oder 34. Ja, irgendwo. Das weiß ich nicht. Das entscheidet er. Ich denke, dass das schon das Spielen war. Ich denke, in Trier, gegen Mons hat er gezeigt, hey, wenn ich eigentlich gut spiele oder wenn ich Energie bringe, dann spiele ich viel. Und ich will, dass er macht jetzt Fehler eigentlich, weil er passiv ist. Und da habe ich Schwierigkeiten mit. Er darf für mich Fehler machen, aber er muss sein, weil er überaggressiv ist. Ich will eigentlich, dass er wild geht. Ja, dass er zu viel macht, ein bisschen wie Stockton, dann kann ich ihn auf die Bank setzen. Aber ich will nicht, dass er so passiv ist. So, ich hoffe eigentlich, dass er ein bisschen zu viel versucht am Mittwoch. Und dann können wir von da an abbauen. Ja. Dominik, wie seht ihr Spieler Anderson? Wie jetzt im als Mitspieler im Training, wie kommt er bei euch an? Ach so, also keine Probleme. Ich denke, dass er im Team, also hat sich nichts verändert an seinem Standing, oder wenn man das jetzt so nennen will. Und ja, wie gesagt, er ist ein richtig guter Typ. Ich kann nicht nur ein gutes Beispiel. Wenn wir am Abend trainieren bis 6, dann kommen die JBBL-Spieler rein, dass nur ein Amerikaner danach nach die Kinder geht und ihr ein Handshake gibt. Keen Anderson. Die anderen machen das nicht. Das sagt etwas über ihn. Das ist auch so ein junger Spieler, der er gar nicht kennt, 15 oder wie sind die, 15, 16 Jahre, eine Hand gibt. Das sagt also über seine Persönlichkeit. So. Deswegen, er ist introvert, er hat nicht die beste Ausstrahlung. Ja, okay, das ist, was es ist, da müssen wir mit leben jetzt. Da müssen wir auch, wie sagt man, zukommen nach ihm. Wir müssen das auch akzeptieren. Und er muss natürlich ein bisschen nach uns kommen, you know, in die Art und Weise, wie wir hier willen spielen. You know. Aber ich habe gesagt, das sind Spieler, die sind they're Gamers. Wenn es 8.30 Uhr ist, dann sind die da. Das habe ich. Khalid Alamin hat auch niemals gut trainiert durch die Woche. Ja, da war immer die Tag vor dem Training, hat er hier zweimal auf und her gesprint und das war. Aber Tag nachher war er da. Ja, so. Die Chance bekommt Keen Anderson auch. Ja, das ist, ich lasse die Spieler immer entscheiden. Ich entscheide nicht über die Spielzeit. Ja, Dom ist das total andere Typ. Ja, die muss man immer ruhig machen durch die Woche. Anders dann macht er jeden kaputt. Ja, und dann wird er böse auf mir, wenn ich ihm dann auswechsel auf Training. Weißt du, das hat man auch. Okay, ja, man kann auch nicht 10 Lockarts haben, man kann auch nicht 10 Keen Anderson haben, und dann geht's falsch. So, vielleicht ist es gut für uns, um so einen Typ im Training zu haben. Was Dom sagt, der ist ein guter Typ. Anders nimmt Raoul Korner nicht zurück und bleibt dann nicht 2 Jahre oder 1,5 Jahre in Bayreuth. Ja, jeder würde sich freuen, wenn Anderson ankommt hier in Göttingen. Genau, genau. Am Mittwoch. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner
ob von eurer Seite oder unserer Seite jetzt hofft, mit Anderson, das klappt ja nicht. Also ich glaube, alle wären froh, wenn es klappt. Und er kann ja auch Basketball spielen, das hat er in Bayreuth bewiesen. Und man muss auch nicht verstehen, dass er nach der Saison eine Operation hat bekommen. Ja. Er hat die ganze Sommer nicht, nicht können machen. Mhm. Ja, so ist hier durch das in sehr poor shape gekommen. Dann hat er auch noch seine Leiste oder so gehabt, denke ich, das ist auf Deutsch. Ja. Das hilft alles nicht. Ja, wenn man dann einen Trainer hat, der immer pusht jeden Tag, ja, dann kann das auch manchmal anders gehen, wie das muss sein. Ja. Aber es ist, was es ist. Und er bekommt am Samstag, auf am Mittwoch, seine 100% Chance. Wie alle anderen Spieler. In den beiden Spielen, die wir gesehen haben mit ihm gegen die Belgier, hat er sehr mannschaftsdienlich gespielt. Also das war so mein Eindruck. Zu passiv. Ja, genau, das ist, was ich sage. Er muss mehr aggressiver spielen. Er ist zu passiv. Er hat auch zu tun mit seinen Verletzungen. Er ist nicht 100% gesund. Weil er ist ein Spieler, der braucht seine Explosivität und seine Schnellheit. Um effektiv zu sein, und wenn er nicht explosiv kann sein, weil seine Leisten nicht 100% sind, ja, dann hat so ein Spiel das schwierig. Nur El Amin konnte noch mit einem halben Knie und einem halben Ruck noch immer reden und talken und Spieler auf die richtige Platz setzen. Das kann Anderson nicht. Ja. Aber er hat angedeutet, wie stark er sein kann. Also zwar nicht er hat auch in die erste Woche hier im Training, ja, hat man gesehen, das kann spielen. Ich meine, da hat uns einmal ein Klinik gegeben hier in der Auftraining. Ja, dann hat man gleich gesehen, der hat Talent. Ja, ja. Aber er braucht Zeit. Ja. Mhm. Und wir sind gut, wir können auch wie Braunschweig sein, zwei Spieler in Vorbereitung rausschmeißen. Mhm. Ja. Wir machen das nicht. Aber es wäre jetzt falsch zu behaupten, dass er am Mittwoch unter besonderer Beobachtung steht, dass das so eine Art Schlüsselspiel ist für ihn? Nein, ich kann nicht besser bekommen. Mhm. Ja. In Braunschweig hat man wahrscheinlich gesehen, dass die Spieler, die für die Preisqualität nicht gut genug waren. Aber für uns, ich denke, wenn Zane Waterman in Braunschweig ist, ist er auch schon zu Hause. Mhm. Aber bei uns ist das Preisqualität ein guter Spieler. Es geht immer um Preisqualität. Ja. Das muss man immer verstehen. Mhm. Na gut. Gut. Gibt es noch weitere Fragen oder können wir? Eigentlich. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, dass Sie alle hier waren, und wir sehen uns hoffentlich alle am Mittwoch zum Derby gegen Braunschweig in der Sparkassenarena. Das soll